Ich bin Jörg Daubner. Herzlich willkommen in der Küche der Obermühle in Görlitz. Wir kochen heute ein kleines Gericht zusammen. Das ist ein regionales, saisonales Gericht zur Erdbeersaison. Das ist ein weißer Schimmelkäse, der in Jufka-Teig gebacken wird. Jufka-Teig ist so das Pendant zum französischen Filo-Teig. Wir geben dazu einen klaren Erdbeer-Cappuccino und ein Erdbeer-Basilikum-Kuli. Kommen Sie einfach mit. Wir fangen an mit dem klaren Erdbeer-Cappuccino, weil der am längsten dauert von allen. Wir haben dafür hier schöne saisonale, jetzt gerade Erdbeerzeit, Erdbeeren da. Die müssen am Anfang geviertelt werden, ganz normal. Sie nehmen das Grün weg, waschen die, das haben wir jetzt schon gemacht, und müssen danach ganz normal geviertelt werden. Was uns hier in der Küche sehr, sehr wichtig ist, ist, dass unsere Produkte aus der Region kommen. Also wir kennen unsere Lieferanten von Käse, von Fleisch. Mir ist es eigentlich auch immer ganz wichtig, die Lieferanten auch quasi persönlich kennenzulernen, da eine Beziehung aufzubauen. Und dann ist es auch so, dass wir jetzt langjährige quasi Kontakte mit denen pflegen und haben. Wir treffen uns auch oft neben der Arbeit auch mal so auf einen Kaffee, um einfach zu sprechen. Und was so passiert, wie wir uns fühlen, was gerade in unserem Leben so los ist, was eigentlich ein ganz angenehmes Ding ist. Für den klaren Erdbeer-Cappuccino nehmen wir nun die geviertelten Erdbeeren, geben die uns in eine Schüssel, ganz normal. Hier ein paar Minzblätter dazu machen. Sie können quasi die Minzkronen eigentlich ganz normal nehmen und können die mit da reinmachen. Behalten Sie sich ein, zwei Kronen vielleicht für die Deko über, dann haben Sie was Schönes für später. Vermischen das schon mal. Sie nehmen den Zucker dazu, wie im Rezept beschrieben. Machen den einfach mal drüber. Nicht zu viel, dass es nicht zu süß wird. Die Erdbeeren bringen eigentlich schon zu der Jahreszeit jetzt eine ganz gute Süße mit. Das müssen Sie einfach vermengen. Sie nehmen noch ein bisschen Wasser, das ist ganz normales Wasser dazu. Das schließt dann quasi den Geschmack auf und wir haben eine kleine flüssige Masse am Ende, die aber trotzdem Püree ist. Dann müssen wir das abdecken. Wir machen das hier ganz rustikal mit Alupapier, falls Sie gerade keinen Deckel zur Hand haben oder falls Sie für die Schüssel, die Sie da benutzen, keinen Deckel haben. Decken das ganz normal ab, dass es verschlossen ist. Schön an der Seite noch festmachen und dann kommt das auf einen Topf mit Wasser, Wasserbad quasi, und Sie nutzen den Wasserdampf. Der Wasserdampf steigt dann an die Schüssel ran, das Ganze wird heiß, die Erdbeeren verlieren ihre Konsistenz, geben den Geschmack ab, nehmen aber den Geschmack von der Minze mit auf und den Zucker. Das wirkt so, dass das alles dann Püree wird und dann nach 30 Minuten, wenn es gedämpft ist, muss das durch ein Passiertuch nicht gedrückt werden, aber gelassen werden, dass wir den klaren Saft der Erdbeere am Ende übrig behalten. Und der wird dann in ein Glas abgefüllt, aber dazu kommen wir später. So, während die Erdbeeren jetzt gerade dämpfen, können wir uns schon mal um den Jufka-Käse kümmern. Dafür brauchen wir Jufka-Teigblätter, die haben wir schon mal kurz feucht abgedeckt. Diese Jufka-Teigblätter kennen Sie vielleicht aus einem gut sortierten türkischen Supermarkt. Da nicht jede Stadt einen gut sortierten türkischen Supermarkt hat, würde ich Ihnen empfehlen, entweder als Pendant dazu Frühlingsrollenteig zu nehmen. Der ist ein bisschen elastischer, ein bisschen einfacher zu verarbeiten, der ist relativ trocken. Das ist quasi das Substitut zum französischen Filoteig. Ein ganz dünner Weizenwasserteig, der ist nicht mehr drin, ist auch vegan, ist alles schön gut, ist zu Hause, darum haben wir es jetzt erstmal auch gekauft, dass Sie das besser sehen können, ein bisschen schwerer herzustellen. Da brauchen wir schon manchmal professionelle Küche für, weil der Teig wirklich dünn sein muss. Wenn er zu dick ist, backt er sich nicht. Das funktioniert nicht so richtig. Also wir brauchen Jufka-Teigblätter. Können Sie sich entweder in diesem Supermarkt kaufen oder auch über das Internet bestellen, aber das ist natürlich sehr aufwendig. Was wir noch brauchen zu Schimmelkäse in Jufka-Teigblättern ist offensichtlich Schimmelkäse. Diesen Käse bekommen wir aus Wittichenau von der Krabbert Milchwelt, also auch ein regionaler Produzent. Die kennen uns sehr gut, besuchen uns, was ich schon meinte, sehr, sehr oft, auch gegenseitig und beziehen diesen weißen Schimmelkäse sehr, sehr gern von ihm. Der ist im Geschmack super, man kann den im gekochten Zustand genauso wie im rohen Zustand gleichermaßen gut essen und das ist sehr, sehr lecker. Wir teilen diesen Käse jetzt in, drehen wir uns das um, brauchen jetzt auch nur erstmal ein zur Demonstration. Und den müssten wir uns einpacken. Jufka-Teig, da er ein bisschen trockener ist, braucht immer eine kleine Verarbeitungsflüssigkeit, sage ich mal. Entweder Sie benutzen da Wasser für, bei Wasser haben Sie dann den Effekt, dass der Ihnen beim Braten und Backen ein bisschen aufgehen kann. Wenn Sie das nicht schlimm finden, wenn der Käse rausläuft, das ist völlig in Ordnung. Aber der muss ein bisschen feuchter sein, dass er verarbeitet werden kann. Wir benutzen heute Ei, damit er uns nicht zu sehr aufgeht. Und Ei hat dann quasi die Bindungsfähigkeit, dass quasi unser Teig dann zusammenhält am Ende.
Hier haben wir das Ei. Wir nehmen das Eigelb, vermischen das mit ein bisschen Milch, haben einen Pinsel dafür und tragen das einfach auf den Teig auf. Sie können da ruhig den ganzen Teig nehmen, dass der verarbeitbar wird. Und dann können Sie, je nachdem, wie Ihr Teigblatt gerade aussieht oder wie der Käse geschnitten ist, so wie Sie das haben möchten, können Sie relativ kreativ sein, im Päckchen packen. Oder wir machen Sie es einfach mal so, schlagen das über. Wir gehen hier von der Seite noch mit ran, können das überschlagen. Und dann können Sie einfach hier lang gehen an der Seite. Sehen Sie, der ist ein bisschen porös, dadurch, dass er trocken ist, ist er überhaupt nicht schlimm. Dann gehen Sie hier rüber und rum und können das hier hinten festmachen, dass Sie ein kleines Paket am Ende bekommen. Da haben Sie eine schöne Seite nach oben, können den Rest eigentlich am Boden fixieren, können gerne nochmal hier auf die Seite ein bisschen Ei mit reinfügen, dass das hält. Und fertig. Das wäre Ihr kleines Jufka-Teig-Käsepäckchen. Für die Farbe des Käses braten wir den allererst mal an. Man könnte den, wie schon gesagt, auch direkt im Ofen machen. Der einzige Nachteil dabei ist, dass Sie die Farbe, die Färbung gar nicht hinbekommen können. So heiß kann ein Ofen leider nicht werden, weil der Käse nur ungefähr 3 bis 4 Minuten in den Ofen kommt. Also wir nehmen hier einfach das Öl ganz normal in die Pfanne und dann warten Sie einen Moment, dass sich richtig aufheizt. So, und dann legt man einfach ganz schnell rein. Sehen Sie, hier kommt die Farbe ins Spiel. Dann sieht das schöner aus. Das reicht uns von 2 Seiten, der Rest gart dann im Ofen durch. So, den nehmen wir einfach hier rüber. Nehmen wir einfach auf ein kleines Blech zum Backen. Und das kommt dann einfach in den Ofen. Sie werden nicht so einen Ofen zu Hause haben, aber Sie haben einen Ofen zu Hause, wo das rein kann. Bei ungefähr 220 Grad sollte der, sagen wir, zu ca. 4 bis 5 Minuten, kommt darauf an, ob der Ofen vorgeheizt ist oder nicht, kommt er bei 3 bis 4 Minuten in den Ofen. Und dann haben Sie einen schönen Käse, der langsam schmilzt, im Teig da. Und dann ist der Käse schon mal fertig. Nachdem nun unsere Erdbeermasse ungefähr vor 30 Minuten gedämpft wurde, ist eigentlich alles schon gut, dass wir die langsam mal aufdröseln können hier. Jawohl, die dampft schön. Bedeutet, unsere Erdbeeren sind quasi jetzt schon ganz gut. Wir können die rübernehmen und schon in eine vorbereitete Schüssel mit einem Passiertuch drin. Oder Sie können auch ein normales Küchentuch benutzen. Das kommt dann hier rein. Vorsichtig. Die Schüssel können wir dann wegstellen. Und dann nehmen Sie das Passiertuch, nehmen es zu allen 3 Seiten hoch und können dann, ohne zu drücken, ganz wichtig, die Flüssigkeit ablaufen lassen. Sie sehen, hier haben wir eine klare Flüssigkeit, das klare Erdbeer-Cappuccinos, das dann später noch kommt. Und das müssen wir jetzt ein bisschen auskühlen lassen. Die restliche Masse, nehmen Sie die Schüssel von gerade eben, machen die wieder mit rein. Und hieraus stellen wir jetzt gleich unser Kuli her. Das machen wir gleich wieder am Herd. Dafür einen ganz normalen Topf nehmen. Stellen Sie sich bitte auf eine Platte. Kleiner Küchentrick hierbei, wenn Sie einen Karamell ansetzen, was wir jetzt gerade machen müssen, machen Sie ein bisschen Zucker in den Topf und addieren dann noch ein bisschen Wasser. Durch das Wasser verteilt sich der Zucker besser und karamellisiert gleichmäßiger. Normalerweise macht man den Zucker nur so in den Topf, dann karamellisiert das gut in der Mitte, aber am Außenrand nicht so richtig, dann wird es in der Mitte schon verbrannt. Außen ist noch gar nichts passiert, aber so das Wasser verteilt das ein bisschen besser. Dieses Karamell können Sie ein bisschen braun werden lassen, wenn es am Rand schon Färbung annimmt, ist es in Ordnung, darf nicht zu schwarz, sonst hat man dazu einen zu starken Zuckergeschmack. Wird abgelöscht mit Weißwein, nur einen Schluck. Und hier rein können wir dann die eben passierten Erdbeeren geben. Ist ein bisschen Fingerspitzengefühl notwendig, aber das kriegen Sie hin. Das lassen Sie ein bisschen auskochen. Die Masse soll bitte flüssig bleiben. Bedeutet, Sie können noch ein bisschen Wasser zufügen. Um das Kuli, weil es ja Erdbeer-Basilikum-Kuli heißt, fertigzustellen, müssen wir noch Basilikum zufügen. Bedeutet, wir brauchen noch ungefähr 4-5 Blätter frischen Basilikum. Und den schneiden wir einfach grob klein. Und können das kurz vor Schluss, bevor die Masse schon sehr, sehr weich ist, noch mit dazufügen, dass der Basilikum nicht zu viel an Geschmack verliert. Der kommt einfach hier mit rein. Um das Kuli fertigzustellen, müssen wir das jetzt nur noch pürieren. Und das ist es schon. Sie lassen es ein bisschen auskühlen. Dann wird die Masse noch ein bisschen fester und kann auf den Teller serviert werden. Das ist es. So, zum Anrichten brauchen wir jetzt eigentlich nur einen eher länglichen Teller, weil wir quasi 3 Komponenten haben. Ich richte den Cappuccino in einem Glas an, eigentlich einen kleinen Tumbler.
Der kommt auf die rechte Seite. Dieser klare Erdbeerfond kommt einfach unten ins Glas rein. Sie können da von der Menge her das auch halten, wie Sie möchten. Dann brauchen wir hierfür noch geschlagene Sahne. Wenn Sie einen Spritzbeutel haben, können Sie die Sahne auch in den Spritzbeutel geben. Dann in die Mitte davon kommt unser vorbereiteter Kuli. Da ist der Basilikum schon drin. Wenn Sie möchten, können Sie auch hier noch eine kleine Deko-Variante machen. Schneiden Sie sich noch ein paar Basilikumblätter klein, ein Chiffonat, sogenannte quasi Streifen. Legen das oben noch mit drauf, das ist in Ordnung. Und zum Schluss brauchen wir nur noch unseren Käse. Der ist jetzt schön goldgelb gebacken. Den legen Sie einfach links mit an. Hier haben wir ein kleines Minzblatt noch zur Deko, den können Sie mit auf den Cappuccino geben. Und damit wünsche ich Ihnen einen guten Appetit. Alle Gastgeber und Rezepte unter www.topfgucker-tv.de